Mit einem kleinen Boot fahren wir vom Yachthafen Drogir weg nach Split. Nach ungefähr 45 Minuten kommen wir im Hafen von Split an. Split ist mit ca. 167.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Kroatiens. Die Promenade am Hafen von Split mit vielen Geschäften und Lokalen. Du schon. Ich bin sicher da. Das ist der Wechsel. Da die Aufenthaltszeit bis zur Rückfahrt beschränkt ist und wir nicht das erste Mal in Split sind, machen wir nur einen kleinen Bummel durch die Altstadt von Split, den Diokletianpalast, in dem die Altstadt hineingebaut wurde. Diese Katze ist nicht käuflich. Thank you.
Eiskaffee, auf den wir uns schon sehr gefreut hatten, entpuppt sich leider als Milchkaffee mit Eiswürfeln drinnen, die wir schleunigst entsorgen. Wassernebel gegen die Hitze.